Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Far Cry 2. Wir haben hier noch einen Belgier zu erledigen und zumindest mal ihn, müssen wir ihn mal zwingen, falsche Anweisungen zu geben. Hi. Habe ich damit Explosivgeschosse geladen? Ups. Ihr seid ein bisschen durchgedreht, ne? Kann das sein? Okay, Explosivmunition. Das haben sie auf jeden Fall. Okay, das sind ein bisschen viele. Okay. Räumen wir mal auf. Jetzt nicht mehr. Okay, das Nachladen dauert ein bisschen ewig. Aua. Bitte aufhören, hier rumzuballern. So, nehmen wir noch ein bisschen Muni mit. Schaden kann das ja nicht. Da hinten gäbe es Leben. Wie viel haben wir denn? Ich glaube, wir haben eh genug. Naja. Ja, frage ich mich auch. Ich kann euch aber nicht sehen. Lass ihre Fehler selbst ausbügeln. Außerdem müssen wir hier sein, falls er vorbeikommt. Ich hoffe, das tut er. Okay. Alles ruhig hier. Alles ruhig hier. Hey, komm her. Ja, ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich es auf einfach geschafft habe. Die Gegner sind halt absolut nicht zu erkennen hier. Oder sehr, sehr schwer. Da ist es doch angenehmer, wenn ich da nicht direkt weg bin, sobald ich mal jemanden übersehen habe. Na, können wir das nachher mal einnehmen? Obwohl, so einladen sieht das gar nicht mal aus. Gibt es denn hier was zu mitnehmen? Oder Diamanten? Tatsächlich gibt es hier Diamanten. Irgendwo dort. Wahrscheinlich da in der Hütte. Aber Gegner müssten ja auch noch da sein. Hier nicht. Hallo? Diamanten? Fürs erste Mal nicht. So, hierüber, wie es scheint. Sieht aus, als wäre er weg. Bin gerade erst warm geworden. Zurückziehen und sammeln. Vielleicht kriegen wir ja noch eine Chance. Angeblich ja tatsächlich hier irgendwo. Ah, vielleicht hinter der Hütte. Auch nicht. Obendrauf vielleicht? Ja, schon, wenn ich hüpfe, meldet es sich. Also müssen wir gucken, dass wir auf die Hütte drauf kommen. Darüber zum Beispiel. Okay. Na komm. Top. Hallo Diamantenkoffer. Na, sehr gut. Einer. Dafür der ganze Aufwand.
Nacht. Ist hier bald mal Ruhe? Glaube immer noch nicht. Du bist wahrscheinlich der Belgier. Dann würde ich hier aber ganz gerne mal noch ein bisschen aufräumen. Wo wir uns um dich kümmern, Kollege, ne? Hm, Kamera. Hat jemand Fotos gemacht? Ja. Sitzt da einfach seelenruhig rum. Hm. So, wer macht denn hier unten jetzt noch so einen Krach? Hallo? Ich brauche Ruhe beim Arbeiten. Ich schätze mal, das war's jetzt. So, Belgier, du bist dran. Wie gesagt, so ein bisschen Nebenmission ist eigentlich ganz okay, finde ich. War jetzt auch nicht sonderlich übel. Na? Was? Wir werden uns schon einig, bestimmt. Ist schon gut. Da liest das mal vor. Charlie 2-4, hören Sie? Bestätigt, sprechen Sie. Stand by für Koordinaten. Verstanden. Gut. Fein gemacht. Können wir da dran? Ne. Mach mal deine Einrichtung kaputt. Sie versauen mir hier gerade meinen Deal. Gehen Sie bitte einfach. Okay. Wahrscheinlich können wir sie da einfacher erledigen. Wahrscheinlich war das Sinn und Zweck der ganzen Aktion. Nehmen wir doch mal diesen unauffälligen Laster. Obwohl, wir könnten eigentlich warten, wenn der Jeep noch fit ist, würde ich gerne mit dem Jeep fahren. Hier steht ja eh so ein bisschen im Weg. Ja, sieht doch ganz gut aus, das Ding. Das hier werden dann so die Luxuswagen sein. Ja, lässt sich tatsächlich ganz angenehm fahren. Seid ihr schon wieder respawned? Okay, Mkumba ist jetzt da hinten wohl irgendwo. Ja, vielleicht können wir da tatsächlich einen besseren Hinterhalt legen. Ich bin ja mal gespannt. Lass mir mal gerade mein Auto. Fährst du mir jetzt echt hinterher, Kollege? Das wäre unschön. Ja, ich glaube, die ballern nur ein bisschen. Wie gesagt, eigentlich möchte ich erstmal ja ein bisschen vorankommen und Zeug zerlegen und Aufträge machen. Weniger Posten einnehmen hier. Ups. Du fährst mir tatsächlich hinterher und machst mir meinen schönen Wagen kaputt. Achso, warte mal, ich kann die ja reparieren, oder? War da nicht was? Ja. Hey, ich repariere gerade. Sind das hier schon etwa die Special Forces? Okay, ohne Kimo Korn bist du nicht so genau Knarre, ne? K
kann ich jetzt mal in Ruhe hier reparieren, Kinas. Meine Herren, nur Stress hat man in dem Spiel. Nur Stress. Vielleicht schaue ich mir das mal an. Ich glaube, ich bin aufgeflogen. Na gut, dann wird's durch. Aber fängt ja auch noch an zu brennen. Schön. Dann würde ich ganz gerne mal... Du siehst halt echt nichts. Alles grau in grau. Wer leer? Wirklich fit sind wir leider auch nicht mehr. Ich glaube, ich brauche doch ein bisschen mehr Waffen. Da oben ballert jemand, okay. Schalten wir ihn mal aus. Ich glaube, mir geht es auch nicht mehr so gut. Obwohl, es geht sogar. Es geht ja tatsächlich. Mensch, kurz nachladen. Dann können wir weitermachen. Aber wieso sollen wir die jetzt hier ausschalten? Weil das abgelegener ist? Ah, ja. Naja, eigentlich will ich Malaria nehmen. Also, Malaria-Tablette. Malaria habe ich ja schon. Das brauchen wir nicht mehr. Fürs Leben. Danke für die Muni. Obwohl, dafür kriegen wir keine Muni, sehe ich gerade. Dafür haben wir wieder Pistolenmuni. Das ist schon mal gut. Doch nicht so universell mit den Waffen hier und den Munitionsarten. Die sind schon wieder Diamanten. Da hinten. Ich glaube, ich habe ihn auch schon gefunden. Hallo, Koffer. Na? Leben brauchen wir gerade keins. Okay, ich glaube, das Dorf wäre ausgelöscht. So ziemlich. Dann schauen wir, was wir hier noch zerlegen können. Ja, darüber. Ah, da wäre es wahrscheinlich so einer der Laster, die weg müssten. Oh, netterweise sogar mit Sprengding. Okay. Den Laster abgefackelt? Maldito, das ist übel. Du kommst besser her.
Okay. Lass mich doch mal hier meinen Spaß haben. Na gut, dann gucken wir mal, was du jetzt für Problemchen noch hast. Und wie wir die eventuell beheben können. Na, da ist nichts Interessantes. Wie gesagt, deine Ausdauer ist jetzt nicht so wirklich berauschend, Kumpel. Jetzt alle zerlegt. Da oben haben wir jetzt unseren Wagen noch. Hallo, Wagen. Na, scheint noch fit genug zum Fahren zu sein. So, und was gibt's jetzt hier für Probleme? Hm? Was gibt's denn jetzt hier für Stress? So, gefundene gegnerische Waffen sind im schlechten Zustand und neigen zu Ladehemmung. Sie sollten sich nicht auf sie verlassen. Okay, du hast wahrscheinlich jetzt gerade Ladehemmung. Indem sie eine Waffe ansehen, können sie herausfinden, in welchem Zustand sie ist. Dreckige, zerkratzte und rostige Waffen neigen eher zu Ladehemmungen. Neue Waffen können sie im Waffenladen freischalten und kaufen. Waffen, die sie brandneu gekauft haben, haben maximale Verlässlichkeit. Die Waffe, die sie abfeuern, hat Ladehemmung. Drücken sie R, um die Ladehemmung zu beseitigen. Ladehemmung. Hier ist gerade doch ein bisschen zu viel los und ich sehe halt, wie gesagt, die Gegner sind so unglaublich schlecht zu erkennen. Ja, wechsel doch mal die Waffe. Ah, ich glaube, dich müssen wir erstmal hier rausholen. Brennt halt hier alles so ein bisschen, ne? Du jetzt tot? Warte mal. Die hat's echt zerlegt. Das ist aber nicht schön. Ja. Okay, Begleiter können also sterben. Vielleicht sollte ich da mal auf nicht so ganz explosive Waffen gehen. Wo hatten wir das letzte Mal gespeichert? Ich glaube, das sind meine eigenen Spielstände. Schade. Also er speichert nicht automatisch. Hm. Ich glaube, da müssen wir uns neue Begleiter suchen. Ich habe jetzt keine Lust, das alles nochmal neu zu machen. Also quasi die letzten 20 Minuten. Okay, ich sollte vielleicht weniger Explosivwaffen nutzen. Gerade hier draußen. Ich weiß, hätte ich die noch irgendwie retten können? Ich meine, wir haben sie eine Zeit lang noch rumstöhnen gehört.
Da ist sie. Die Dame. Okay. Das wäre echt unschön, wenn die jetzt wirklich tot wäre. Und zumindest kriegen wir eine AK. Wollt ihr Stress? Ja, ihr wollt Stress. Allerdings hat auch so ein paar Fahrprobleme, ne? Mag die AK. So, aber gut, dann würde ich sagen, wir beenden hier mal die Folge und gucken in der nächsten Folge mal, was wir noch Schönes tun können und wen wir noch alles zerstören können. Ich fahre mal zurück zur Bar, vielleicht hat sie ja doch noch irgendwie überlebt oder wird nochmal gespawnt. Ich fürchte, die hat es jetzt tatsächlich zerlegt, die Dame. Ach stimmt, hier war noch ein Diamant. Na, holen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, danke fürs Zuschauen, macht's gut und ciao, ciao.